So, dann herzlich willkommen zum Nachtservice von JFD Brokers Live Trading und Analyse TV. Der Risikohinweis sollte jedem Stammzuschauer bekannt sein. Und dann schauen wir auch gleich, was der DAX gemacht hat. Hier kurz nochmal das Wochensetup sollte eben auf dieses Unterstützungsniveau fallen und ab diesem Tag lief es dann hier, habe ich es dann sozusagen freigegeben auf dem Desktop, ja. Und auch hier dann Gewinnmitnahmen getätigt, Teilgewinnmitnahmen waren hier an der Widerstandslinie, die ersten waren da vorgesehen. So, und dann habe ich eben auch erzählt, wenn es noch steigt, dann halt ohne mich, aber Short-Positionen waren definitiv nicht auf dem Plan gestanden. Auch, also seit diesem Tief absolut nicht. Hier hatten wir ja die Strecke im Dow Jones getradet. Und klar, was jetzt hier hochkam, das war jetzt wirklich on top und das auch noch an einem sozusagen US-Feiertag. Da hat er wirklich der DAX eine starke Vorstellung geliefert. Schauen wir den DAX hier im Tageschart an. Was ich eben auch noch kurz im Video betont hat, der DAX wird jetzt nicht direkt an der Gap-Kante drehen, weil dies hatte wirklich ja jeder auf der, jeder Charttechniker sozusagen auf der Pfanne gehabt und lief dann eben bis hoch auf 11.366. An meiner ehemaligen Special-Marke auch, hatte sich dann sozusagen eher halt aufgehalten, ja, anstatt an der Gap-Oberkante, die eben hier raus resultiert, aus dem Wochenchart, Tageschart halt. Jetzt haben wir hier den Trendkanal auch nach oben gesprengt, ist natürlich ein bullisches Zeichen über der Gap-Kante. Sieht natürlich erst einmal alles sehr bullisch aus. Dass man, wenn man jetzt in dem 15-Minuten-Chart nochmal rüber schwenkt, sollte jetzt hier schon eine kleinere Korrektur kommen. Aber diese ist natürlich dann schon auch kaufenswert. Also von Shorts, Leerverkäufen würde ich auch definitiv hier erstmal die Finger lassen, aber auch jetzt nochmal sowieso auf den Longzug aufspringen, ja, ist schwierig. Aber da wir ja Thanksgiving und Amerika morgen dann eben auch handelt, kann es auch sein, dass sich der DAX einfach noch, ja, dass die Shorties sich die Finger verbrannt haben und eben eindecken müssen. Also hier werde ich auch am Wochenende erst neue Charts und Setups dann basteln im DAX. Apropos Setups, da kommen wir eben noch hin. Ein paar sind ja bekannt. Hier noch ein US-Wert, Aktienwert. Der kann und bleibt erstmal so erhalten. Im Euro-Bund-Future. Das sollte auch niemand im Minus sein, der das Setup verfolgt hat. Hier war für mich nur, ist hier ganz leicht nach unten gegangen, was ich erwähnt habe, unter die 158,20. Rücksetzer sind hier eigentlich ja auch kaufenswert, aber würde ich eben mal in den unteren Zeiteinheiten dann noch schauen, wo der Wert ein gutes Unterstützungspotenzial hat und dann darauf schauen, dass dieses hält und dann nochmal in die Long-Richtung handelt. Was neu dazugekommen ist, ist Euro-Pfund-Setup, aber das, da ist der Kurs noch weit weg. Hier sieht man im 4-Stunden-Chart ist der Abwärtstrend komplett intakt. Hier an der 70er-Marke hat sich jetzt ein kleiner Boden gebildet und ich gehe davon aus, wenn er nochmal in die Kursregion von 0,7070 vordringt, dass er eben auch diesmal an den EMA 200 ranläuft. Öl-Setup,
die Stammzuschauer wissen, dass es hier sich auch um eine bärische Flagge handeln kann und eben hier der Kurs definitiv nach unten abprallen kann von dem Trendkanal. Ich bleibe noch dabei, dass hier dieses Setup nicht unbedingt das Wahrscheinlichere ist, aber man ist halt eingestoppt worden und die bärische Flagge hat sich eher, sage ich mal, ja, hier eben dann bestätigt mit der Kerze und hier waren wir mit der ersten Position schon drinnen. So, dann kommen wir noch auch zu einem neueren Setup, ein aktualisiertes Setup. Hier ist, bildet Gold ein Dreieck aus und hier wäre dann auch ein schwaches Kaufsignal, wie geschrieben, eben bei 177, aber eben auch, wir sind hier im Stundenchart, eben möglichst natürlich ein Stundenclose über diesem Level, damit es nicht ein Fehlsignal gibt und eben auch hier ein Stundenclose. Aber da eben Gold sehr volatil ist und auch locker in einer Stunde 10 Dollar hinlegt, kann es natürlich auch sein, dass hier dann der Kurs direkt komplett hier hochläuft. Also eventuell eben auch mit zwei Positionen haben, einmal sich sofort einstoppen lassen und die zweite dann bei einer Bestätigung. Das ist sowieso sehr oft die bessere Strategie als immer komplett rein und komplett raus. Und so, mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen Dank und ich melde mich dann morgen früh wieder.